Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, wir haben uns schon mal einen Plan ausgearbeitet, wie wir hier weitermachen. Und uns nochmal zwei Schildkrötenpanzer dahin gesetzt. Haben wir noch einen Schildkrötenpanzer? Ne, muss ich mir gleich nochmal eine Schildkröte holen. Ja. Aber wir sind am Verdursten. Wir brauchen dringend was zu trinken. Und ich hoffe nur auf den Regen aktuell. Und ich würde sagen, wir schippern vielleicht mal darüber. An das Dorf da hinten von den Ureinwohnern. Und hoffentlich finden wir da was zu trinken. Das wäre nämlich das Beste, was uns jetzt passieren könnte. Bevor wir den Dursttod hier wieder erleiden. Nein? So. Es wäre so schön, wenn jetzt die Regengötter mich erhören würden. Oh, ihr Regengötter. Lasst Wasser vom Himmel. Wenn ich könnte, würde ich so einen Regentanz machen. Was sagen eigentlich meine Statistiken hier bisher? Nee. Muss ich hier sein, oder? Nee. Hier. 45 Tage haben wir überlebt. Momentaner Zustand durstig. Geistige Gesundheit bei 98%. Nice. Stärke 35. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber es scheint höher zu sein als sonst. Nur einzige Problem gerade, wir sind am Verdursten. Und es wäre schön, wenn wir von da irgendwie mal ein bisschen was an Reserve hier wieder die Hand aufstocken könnten, dass wir nicht mehr kurz vorm Verdursten sind. Dass, falls wieder so eine Dürrephase ist wie aktuell, kein Regen kommt, dass wir immerhin noch was zu trinken haben. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es sinnvoll ist, dort zu versuchen oder beim Dorf da hinten von denen.
Ja, wir versuchen es erstmal da. Auf jeden Fall. Scheint mir irgendwie eine gute Idee zu sein. Sollte es halt keine gute Idee sein, können wir ja immer noch von dort darüber laufen. Boah, aber das mit dem Durst, die Durstanzeige. Boah. Schrecklich. So, gleich sind wir da. Ich habe auch jetzt gerade die Überlegung, egal ob wir hier jetzt noch was zu trinken finden oder nicht, dass wir trotzdem mal dahin gehen und da drüben schauen. Das sieht nach einer Dose aus. Ja. Schauen wir mal hier. Hier haben wir noch nichts. Ureinwohner scheinen noch nicht zu kommen. Ist. Verbesserter Speer. Das ist mein Speer. Nice. Ein Snack haben wir gesammelt. Okay. Aber wir sind immer noch fast am Verdursten. Ich wollte schon sagen, was war denn das? Nur ein Tisch. Aber irgendwie haben die hier nichts. Oh, Seil. Seilzug. Was?
Seilzug? Hallo? Ja, jetzt auch noch Hunger. Wir uns mal dahin. Ah, das Ding hat bestimmt Alkohol. Ja, Alkohol. Medizin? Ja! Es regnet! Haarspray! Aber wir nehmen das hier mal eben ganz schnell zu uns und das. Aber es regnet endlich! Ist. Ah, wieder Treibstoffkanister. Noch ein Koffer, aber den haben wir schon geplündert. Hier ist noch ein. Ah. Mich von irgendwas jetzt erschrocken, so ein Geräusch gerade. Doch, hier haben wir jetzt alle Gebäude einmal durch. Sind wir wieder zurück zum Boot. Aber da es jetzt am Regnen ist, boah, ein Segen. Ja, ich weiß, dass mir nass ist. Boah, wie schnell es dunkel wird. Ach nö. Warum müssten die jetzt hier sein? Bitte nicht zu mir kommen, ja? Ich muss nur zu meinem Boot. Wieso ist das Ding immer noch leer? Kann doch nicht sein, dass das Ding immer noch leer ist. Ah, was willst du denn? Geh weg! Push! Oh. Weißt du das? Scheiß drauf. Ah, aua. Kleines Arschloch.
Kleines Arschloch. Du bist meine Zeit nicht wert. Tschüss. Arrivederci. Boah, ich hoffe aber drüben, zu Hause, haben wir wieder Wasser. Ich hoffe, alle drei sind voll. Wenn alle drei voll sind, dann können wir die nächste Durststrecke oder Dürreperiode auf jeden Fall überleben. Und wieder kalt. Oh, ist das herrlich. Nur am Erfrieren. Aber der Regen hat aufgehört. Oh, ich hoffe nur, zu Hause ist wieder voll. Ne, ich dachte schon, das wären die wieder, die Ureinwohner. Gerade überhaupt voran? Ich bin gerade nicht so vor, als würden wir vorankommen. Eben noch schnell zu Ende aufwärmen, weil am Bildschirmrand da sieht man ja noch diese kleinen Eiszapfen. Aber ich habe wieder eine Idee. Nee, warte, wir machen mal das mit dem hier. Haben wir lange nicht mehr gehabt, dieses Lied. Dim.
Haben wir noch was zu essen? Ein Snack. Eigentlich so mehrere Videokassetten, was heißt Videokassetten, ich meine jetzt Kassettenspieler hier finden. Und man kann die ja immer wieder irgendwie so aufstellen, so zum Beispiel hier. Kann man dann irgendwie mehrere finden, dass man irgendwie, oh, wir sind schon gleich da. Natürlich wieder Durst, aber wir hoffen, dass dort vorne wir wieder Wasser haben. Wir parken noch richtig ein und so. Wechseln wir auch mal wieder, ich würde sagen, auf das Speer. Dann schauen wir mal, wie viel Wasser wir haben. Ach komm schon. Kann doch nicht sein. Nein, kann doch nicht sein, ey. Wir hatten endlich mal Regen gehabt. Den packen wir mal. Hallo? Kann ich hier nirgendwo abstellen? Das finde ich jetzt doof. Aber wir hatten seit Ewigkeiten endlich mal wieder Regen.
Nächstes aufgefüllt. Egal, da kümmern wir uns in der nächsten Folge dann drum. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.